mit Bohnen, FIFA 16, die Demo nehmen wir der Carsten. Wir gehen direkt wieder ins Spiel und zocken die nächste Partie. Carsten nimmt Paris Saint-Germain, ich hatte gerade Dortmund, die sind alle ein bisschen imbar. Inter Mailand, aber ich glaube, ich nehme mal Gladbach, um quasi mal für die deutschen Schauer zu schauen, was die so können. Ich habe einfach das Geld genommen. Das hilft vielleicht. Ja, das ist im Fußball ja auch jetzt nicht unbedingt das Seltenste. Ne? Mein mangelndes Talent in Sachen FIFA wettzumachen. Du warst doch gar nicht so schlecht bislang. Ja, vielleicht. Also mein Ziel ist jetzt noch ein Tor zu schießen. In den zwei Spielen wahrscheinlich, die wir jetzt noch haben werden. Lass das mal. Eben gerade hatte ich ein paar Chancen, aber hat nicht so gefruchtet. Wechselst du jetzt original den Torwart aus? Ach, Trapp. Ja, Trapp ist noch da am Start. Oh, stimmt. Aber Siri Gu ist besser bewertet als Trapp, das ist interessant. Aber ich glaube, ich komme ja aus Hessen. Da muss ich den. Allerdings musste ich ihn auch hassen, weil er ja gewechselt ist. Hessen hassen, ja. Weil einfach von der Eintracht wegzugehen, das geht natürlich nicht klar. Kann man nicht machen, ja. Aber hat auch gut Geld in die Kasse gespült. Ja. So, ich lasse einfach mal die Borussia, wie sie ist. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwas umzustellen. Josip Drimic. So, soll ich da hinten hinpassen, oder? Guck mal, so, voll 1000 Punkte habe ich bekommen. Plonk nochmal 1000, so. Zack. Ich muss sagen, diese Minispiele, damals, als ich den 13er gespielt habe, so ein bisschen, sie helfen. Auf jeden Fall. Ja, dass man, doch, absolut. Die Wartezeit wird überbrückt, also man kann was tun. Und ja, ein bisschen passgenauer wird, wenn man nicht so oft spielt. Ja, definitiv, das denke ich bessere auch. Bessere Flanken schlagen kann. Ja. Absolut, gerade so bei Pass, weil man sich oft bei Pässen auch fragt, wenn man auch mit Hilfe spielt oder so. Ey, wieso geht der jetzt dahin und nicht dahin? Das geht mir ständig auch so, dass ich einen Pass irgendwo hinspielen will und dann geht der aber zu einem falschen Typen. Und das sind so Übungen, wo man das Gefühl, okay, ich kann es vielleicht doch ein bisschen mehr beeinflussen, als ich es jetzt wahrhaben will. Oh ja. Guck mal hier, ey, Drimic, ey, der macht direkt krasse Sachen. Oh! Gut, dass ich den Trapp eingewechselt habe. Trapp hält ihn auch so krass. Was ich natürlich überhaupt jetzt noch nicht sagen kann, ist, was zum Online-Modus und so. Es ist zum Beispiel bei FIFA so, dass die machen so Sachen, da fragst du dich, was soll denn das? Du kannst zum Beispiel nicht, wenn du zu viert irgendwie mit Kumpels abends dich über Xbox Live oder PlayStation Network im Chat triffst und sagst, komm, ey, lass mal cool eine Runde FIFA spielen, 2 gegen 2, ja, alles klar, voll geil, ist das Normalste der Welt, hat man vor 10 Jahren bei PS schon gemacht, gar kein Problem. Bei FIFA gibt es diesen Modus nicht. Du kannst nicht 2 gegen 2 spielen mit 3 Kumpels. Das ist nicht möglich. Und das sind so Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Und du denkst dir, okay, wenn das ein Designfehler ist, weil die das irgendwie vergessen haben oder was, dann kann man das ja nachreichen per Patch. Aber haben sie einfach nicht gemacht. Und das sind Kleinigkeiten, die halt echt frustrierend sind. Ja, weil das ist immer noch ein geselliges Spiel und man kein Mensch, oder gut, es gibt vielleicht Leute, aber prinzipiell, wenn ich die Wahl habe, gegen den Computer zu spielen oder gegen irgendwelche wildfremden Menschen im Internet, dann spiele ich doch lieber mit meinen Freunden, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Mhm. Und das geht ja einfach nicht. Ich finde, das verblüfft mich. Ich bin wirklich nachhaltig verblüfft über dieses Versäumnis. Nach über 20 Jahren, in denen diese Serie nun mal entwickelt wird, dass sich sowas erlauben ist. Und ich hoffe, dass das einfach besser wird, aber weiß man natürlich nicht, ne? So, gib mir mal den Ball jetzt bitte, ja? Danke. Ja, hast du schon wieder verloren. Gladbach, erstes Jahr in der Champions League, ne? Und jetzt ausgerechnet jetzt derbe schlecht auch in die Bundesliga gestartet. Aber Dortmund, wenn man letzte Saison betrachtet, könnte ja genauso sein, dass die in der Champions League ganz gut abschneiden, obwohl sie in der Liga. Boah, rumpelst du mich einfach weg, ey. Rumkrepeln im Tabellenkeller. Los! Oh! Ja. Hä? Aber was mir eben gerade aufgefallen ist, das ist immer so ein Punkt, worüber ich mich, glaube ich, am meisten aufrege bei den FIFA-Teilen. Der Ball ist an sich frei, es kommt zum Zweikampf und du drückst einen Tackle oder sowas. Oder am Ball. Dann kommst du halt durch Zufall doch zuerst an den Ball und er macht aber noch die Aktion ja, und ja, ist ja, dann ja. Ein Pass.
Ja, oder er lässt. Du verlierst den Ball. Ja, dann ja, genau. Direkt, ich weiß, was ja. du meinst. Das ist fürchterlich. Dieses Getriggerte schon. Dass man das auch nicht so gut sieht, ne? Ob ich das jetzt noch abbrechen kann. Und was ich auch fürchterlich finde, da sind wir wieder bei diesen Animationen. Du bist ein anderer Spieler und dir fällt aber durch irgendeine Aktion der Ball vor die Füße und du bist in dem Moment aber, ist es die KI. Und, aber wenn du den Ball berührst, bist du das ja. Und dann prallt der von dir ab. Also die können den Ball nicht annehmen oder so, sondern der prallt erstmal 1,5 Meter ab und der gegnerische Spieler muss ihn quasi nur noch ins Tor schießen oder aufnehmen und aufs Tor laufen. Das meine ich mit Animation oder ich habe es auch mehrfach gesagt, dieses Ding mit der Brust. Da kommt ein hoher Ball, du bist eigentlich ein anderer Spieler und der macht diese Animation, dass er ihn sich so mit der Brust vorlegt. Das macht der Verteidiger dann, der fliegt dann 2 Meter weg und der Stürmer muss ihn wirklich nur noch nehmen und ins Tor schießen. Und das sind halt Animationen, die sich ständig wiederholen und die so massiv frustrierend sind, weil du halt dadurch Tore kassierst, obwohl du nichts quasi falsch gemacht hast, ja. Und bisher, also jetzt in dieser kurzen Demo habe ich halt zumindest diese Art von Animation noch nicht so gesehen. Deswegen hoffe ich, dass es auch so bleibt. Aber wie gesagt, es finden sich immer andere Sachen. Ne? Das meine ich mit Stresstest. Man kann das bei FIFA nicht beurteilen, weil für Gelegenheitsspieler, denen fällt das vielleicht gar nicht auf, wenn die so mal alle Jubiläare mal ein bisschen zocken. Aber wenn du es halt regelmäßig spielst und gerade online spielst, dann, wo die Leute halt alles finden, was ihnen irgendwie Vorteile bringt, dann wird es schnell echt frustrierend. Oh. Ich habe schon mal eine Halbzeit ohne ein Tor zu kassieren überstanden. Mal gucken, ob das jetzt auch noch geht. Vielleicht schaffe ich mal eine Remis. Jetzt hier solo durchrennen, du schaffst auch noch. Oh. Ja, das ist halt dieses Online-Ding, ne? Weil du online alle machen. Das zum Beispiel ist auch eine gute. Das war eine schwierige Situation. Da sind 2 Leute von mir relativ dicht beieinander. Ich wollte den hinteren anspielen. Ja. Und die Dosierung zu finden. Kenne ich auch. Das ist super, super schwierig in dem Moment, dass man dann den hinteren kriegt. Weil wenn du es zu doll machst, ist der Ball weg. Wenn du es zu wenig machst, dann kommt er an den Falschen und... Wenn sie in einer Linie stehen. Ja. Da hilft vielleicht das Training ein bisschen, dass man da die Dosierung findet, aber es ist echt schwierig. Da muss man dann, wenn man natürlich, klar, wenn du manuell spielst, dann ist es einfacher, hat natürlich auch wieder andere Nachteile. Ich habe auch mal eine Phase gehabt, in der ich manuell versucht habe zu spielen. Das ist auch lustig, aber wenn du dann gegen Leute spielst, die nicht manuell spielen, das ist ganz, ganz schwierig. Das, ne? Da steht der Typ halt frei. Und was war das für eine Ballverarbeitung gerade von dir? Weiß ich nicht. Haben wir wahrscheinlich zu der Stick gedreht. Mhm. Die Körperbewegung gleich mitgemacht. Sich den Ball so vorgelegt an sich ist es ja ganz gut. Aber beabsichtigt war es definitiv nicht. Och was, der war aus? Oh, glücklicherweise. Das ist doch Quatsch. Gladbach eine derbst schwierige Gruppe erwischt als Neuling in der Champions League. Ich glaube, das wird ganz schwer werden. Ecke! Nee, was? Keine Ecke? Och komm. Warst du noch Trap. Was ich sehr interessant finde, wie Dortmund abschließen wird in der Europa League. Ja, das ist, glaube ich, aber auch immer... Ziemlich starke Mannschaft. Ja, ist aber eine Frage, glaube ich, wie man sich so motivieren kann. Ne? Also, Wolfsburg hatte auch eine starke Mannschaft letztes Jahr. Aber die haben dann auch letztendlich keinen Stich gesehen. Ne? Also, als es interessant wurde, zumindest nicht mehr. Also, die Gruppenphase müsste ohne Probleme, denke ich. Je nachdem, wie dann die Auslosung wird für den nächsten Gegner.
Ja, ich denke auch, dass Dortmund diese Saison in der Liga auch eine richtig gute Rolle spielt. Man merkt, dass die sind, da ist wieder alles auf Null gesetzt worden, die sind richtig heiß, da sind neue Impulse, Leute blühen auf, Mkhitaryan blüht auf, Kagawa blüht auf, dann ist da auf einmal ein Weigel, den keiner auf dem Zettel hat, der brillant spielt. Ich glaube, dass die sich wieder direkt für die Champions League qualifizieren und mit Wolfsburg um den zweiten Platz sich streiten. Rumpel mich dann. Ey! Jetzt gibt's den Elfmeter. Ja, wunderbar, Rumpel. Aber er lässt sich das nicht gefallen. Er ist richtig sauer. Thompson. Dann kam ich etwas zu spät. Das ist richtig. Boah, ist das schnell. Boah, Alter. Er trappt ihn da raus. Ah, jetzt habe ich wieder zwei gedrückt. Das war auch eine Sache, die mich immer so massiv geärgert hat. Nein. Ist klar. Trapp. Ein Gott. Ist klar, der Trapp. dass du halt hier an diesen Stellen, wenn du den Verteidiger, also wenn du einen zweiten Stürmer dazu holst bei der Ecke oder so, ja, dass die Innenverteidiger immer, also ganz oft ist es ein Hummels oder so, der dann dahin läuft, wo du denkst so, nee. Komm noch entgegen, stell dich doch nicht hinter den Verteidiger. Jetzt schwimme ich aber in der Schlussphase, jetzt werde ich nervös, wenn ich schon dieses Unentschieden vor Augen habe. Gut, 0-0. Sich wacker geschlagen. Endlich mal. Ja. Das Tor ist zwar nicht gefallen, das erhoffte, aber. Ja. Aber Trapp hat. Wie sieht Trapp denn aus? War das gerade Trapp? Das war, glaube ich, Trapp. Das war überhaupt nicht Trapp, der sieht ja völlig anders aus. Naja. Achso, es geht noch weiter hier. Na gut, klassisch Golden Goal auf, als Remiswert. Na komm, machen wir es noch zu Ende. Was wollte ich denn jetzt sagen? Spürst du irgendwelche Änderungen? Irgendwas, was dir ins Auge fällt, wo du sagst, ja? Ich glaube, da habe ich den 15er nicht intensiv genug gespielt, dass ich jetzt sagen könnte. Dass mir viel ins Auge fällt. Ne? Ich habe ja den 13er, ich habe immer mit Kollegen so immer noch so 2 gegen 2 gezockt, aber so privat zu Hause und nicht online, sondern offline so. Und wir haben dann echt, wir sind bei FIFA 13 geblieben, so, obwohl wir natürlich dann auch FIFA 14 damals oder dann halt FIFA 15 hätten spielen können. Wir sind bei FIFA 13 geblieben, weil es sich einfach fertiger anfühlt. Es ist einfach das rundere Spiel. Und das ist, was ist das für eine Aussage eigentlich, ne? Dass ein Spiel, was 2 Jahre länger in der Entwicklung ist, sozusagen, weniger Qualität hat oder sich weniger gut anfühlt als so ein altes Spiel. Ja. Das ist schon. Sagt auch einiges aus, finde ich. Und meine Hoffnung war ja immer, dass FIFA 16, so als, wenn du sagst, FIFA 14 hat ein neuer Entwicklungszyklus begonnen, dass das jetzt so langsam an dem Punkt ist, wo FIFA 13 auch war oder damals Pro Evolution Soccer 6 war, dass es am Ende eines Entwicklungszyklus steht und dann echt nicht mehr viele Fehler hat so, und eigentlich einfach ein gutes Spiel ist. Mal schauen. Ja, jetzt hat es auch noch geklingelt. Ah, ich hätte den Freistoß doch einmal wegschlagen wollen. Ja. Aber den 15er hatte ich ja nicht selbst, den habe ich nur beim Kumpel gezockt. Mhm. Den 13er, das ist halt der letzte Teil, den ich mir wirklich selbst gekauft habe. Und da wurde mir auch empfohlen, technisch ist es der beste. Bisher. Von der reinen Spielphysik und sowas. Mhm. Ich glaube, da haben sie die Grafik aber irgendwie noch runtergeschraubt im ganzen 12er. Ja, aber Grafik ist halt auch, gesagt, das ist völlig scheißegal.
Die Spielmechanik soll da am besten gewesen sein. Also ja, nicht. Exakt, das ist das, was ich meine. Also es macht, fühlt sich runder an, es macht einfach am meisten Spaß. Du hast nicht so viele nervige Animationen und so einen Scheiß, die einfach ins Spiel eingreifen und ich wollte gerade sagen, so kein Elfmeter. Ja, die das Spiel ruinieren durch ihre selbst ablaufenden Bewegungen, die man nicht mehr stoppen kann und das Spiel kaputt machen. Und das ist bei FIFA, Alter, guck mal meine Mannschaft an. Vielleicht wechsle ich nochmal schnell und gönne ich mir das Zahnfleisch. Mal. Okay, da geht halt gar nichts mehr hier. Was mache ich denn? Ganz schnell. Ui, okay, dann beeile ich mich einfach ganz schnell. Raphael hat auch keinen Bock mehr. Komm, ach hier, jetzt einfach mal. Machen wir mal so. Stendel geht nach vorne. Die sind eh alle völlig fertig. Ist auch Quatsch. So, Spiel fortsetzen. Ah, der ist noch fit, das Traoré. Ja, mal, biete dich mal wieder an. What the fuck? War der jetzt aus? Abseits. Ne? Shit. Abseits. Boah. Ah, ich wollte sogar auf Ibrahimovic. Ich glaube, der war nicht im Abseits. Ah, das ist natürlich dann ärgerlich. Der hat nicht genug Power gehabt. Kann auch jedes Mal die Dosierung finden. Taktik. Kommt nicht an. Ich muss ein bisschen aufpassen jetzt. Einen Pass. Ich weiß nicht, was. Momentum ist ja auch mein Lieblingsfreund gewesen in FIFA 15. Online, das ist echt krass. Mal gucken, wie sie da an der Schraube gedreht haben, ob das ein bisschen erträglicher ist. Mal guck mal. Tut mir leid, dass ich dir jetzt das Unentschieden dadurch geraubt habe. Ich meine, über die 90 Minuten habe ich das Unentschieden geschafft. Eben, das ist das, das erfüllt mich schon mal genug Stolz. Das ist gut. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich glaube nur noch so 5 Minuten. Aber bevor wir jetzt hier drum rumschwätzen, wir fangen einfach ein neues Spiel an. Eine Halbzeit. Und spielen so lange, wie wir kommen. Zeigen nochmal ganz schnell eben zwei andere Mannschaften vielleicht. Wir können mal ein südamerikanisches Duell machen. Achso, Seattle Sounders gegen River Plate oder sowas. Ja, ich weiß gar nicht, sonst gibt es noch oder willst, oder europäische. Oder Manchester City geht auch gegen Mailand oder irgendwas. Na, okay. Ja. Dann nehme ich jetzt mal eine 3-Sterne-Team. Seattle Sounders. So sehe ich die haben Xbox-Werbung auf der Playstation. Okay, scheiß drauf. Ich kenne die Mannschaft natürlich nicht. Clint Dempsey spielt da, okay. Den kennt man. Was soll ich jetzt hier machen? Slalom laufen. Aber was ich so vermisse, Frauenfußball jetzt große Neuheit. Aber was ich, weil ich es früher halt, das war meine erste Begegnung mit FIFA. Achso, da sollte ich war das, das Hallenfußball. Ja, okay. War das FIFA 98 oder so? Ja, ich glaube schon. Das hat mir früher sehr viel Spaß gemacht, weil halt erster Kontakt mit der Serie. Und das war aber auch die Zeit, als Hallenfußball groß war in Deutschland, da wurde das Masters gespielt, das war meistens in Dortmund. Und die Leute, Mannschaften mussten sich für dieses Masters qualifizieren. Und dann gab es so ein Punktesystem, dass man dann in anderen kleineren Hallenturnieren hat man dann für Siege und so weiter Punkte bekommen, musste sich qualifizieren. Und da hatten die Leute auch richtig Bock drauf. Da sind die auch dann mit den Stars angereist. Das war, hatte richtig gute Quote. Es war im Winter richtig ein Spektakel. Und das ist dann irgendwann aber komplett kollabiert. Nur eine Aktienblase ist das geplatzt. Und seitdem ist Hallenfußball halt überhaupt kein Thema mehr. Deswegen ist es wahrscheinlich auch in den Spielen nicht mehr drin. Aber sie bringen ja auch immer mal wieder ein FIFA Street raus. Bestimmt, ja. Wo man eigentlich auch ein bisschen umändern könnte, halt so diese ganzen Powerschüsse und so ein Zeug halt weg und ein ganz normales Spiel draus machen. Heute lassen sie im Hallenfußball kaum noch ein Profi spielen, weil die Verletzungsgefahr viel zu groß ist. Ja, so ist es. Lauf doch nicht weg.
hier so nach Essen, riechst du das? Ja, da kocht wohl jemand. Der Nils, der ist einfach nicht zu schlagen. Egal, wie viele Sterne weniger seine Mannschaft hat. Ja, deine sind ja auch nicht. Die Expertise ist einfach. Die macht 3 Sterne mindestens weg. Ja. Ich weiß auch nicht, inwiefern das offline so ist, dass das. Es gibt ja auch so diese FIFA-Bundesliga und so, wo jeder einen Club übernimmt. So. Ich weiß nicht, inwiefern das offline irgendwie ausgeglichen wird oder so. Stärken, ob es da irgendwie so ein Ausgleichssystem gibt, keine Ahnung. Spiele, zu denen ich eben gerade gepasst habe, habe ich noch nicht mal gesehen. Trikots sind auch scheiße, so grün, ne? Grün auf grün. Das ist Tarnfarbe. Oh, es kommt, komm. Holst du dir. Oh. Kämpfen! Das ist gefährlich. Hätte ich bloß abgezogen. Wollt's passen, ne? Ja. Wollte ich halt zu schön machen. Ja, das kurze Eck ist natürlich in FIFA 15 auch Killer, so, ne? Also, da machst du viele Tore im kurzen Eck. Das, den wollte ich natürlich lang ablegen in den Lauf von den Leuten, die gestartet sind und nicht zurückspielen, aber okay. Das sind so kleine Momente, wo ich dann den Pass nicht so hinkriege, wie ich ihn gerne hätte. Wodurch man sich oft auch so. Gute Situation abseits. Och, komm, versaut. Mann. Was pfeifst du jetzt? Foul, oder? Ja. Ich muss auch sagen, FIFA ist eins meiner größten Frustspiele. Ja, aber was sagt das über ein Spiel aus? Seine eigenen Unzulänglichkeiten, sagt das Spiel. Nee, nicht unbedingt. Also woraus generiert sich denn dein Frust? Ja, entweder wenn ich Kacke baue, nicht genau genug spiele oder halt sowas mit den Animationen, wie du schon sagst, dass das halt vom Spiel ausgeht. Soll ja eine Simulation sein und dann halt agiert wird wie ein Holzscheit. Die Spieler. Ja. Boah, Kumpel. Wir hätten eigentlich wieder Etienne als Live-Kommentator einschalten könnten. Nee, kommt nicht an, der Ball! Ja. Ja, das stimmt, aber der kann ja auch nicht immer bettlägerig hier zur Arbeit kommen. Oh! Was macht der Herr? Den muss man noch ins Tor befördern. Ist die Halbzeit rum? Ja. Ist die Frage, die Regie hat sich nicht gemeldet. Wir spielen einfach, bis die Regie sagt, hört auf. Ja, weiter. Wahrscheinlich schaltet sie sich klammheimlich einfach selbst aus. Oder was denn? Das ist schön. Eine Minute ist besser als keine Minute. Ja, das ist jetzt auch nicht so die filigrane Übersetzung. Ich meine, auch Spaß spiele ich ganz gerne mal. So, Ach, Spaß? Drittsternenmannschaft. Ach so, da merkt man halt schon, dass das Spiel hakeliger, langsamer ist. Ja, aber es ist auch okay. Es ist auch herausfordernd. Es ist wie einen alten VW Käfer zu fahren, anstatt einen. Oh. Oh. Okay, da wollte ich ihn reintragen. Ja, anstatt so einen neuen modernen elektronischen Audi mit allem Selbstfahrtechnologien. So ist so ein bisschen der Unterschied. Kann auch Spaß machen.
Also im Internet, wenn du halt mit guten Mannschaften spielst, da spielst du halt auch immer gegen dieselben, so, ne? Wenn du zum Beispiel in einem Sternebereich bist, also mit Dortmund spiele ich halt auch oft gegen Real Madrid, aber ich spiele fast, also ich spiele eigentlich nur zu 90% spiele ich gegen Paris Saint-Germain mit Dortmund oder wenn es leicht erweitert ist, dann halt immer gegen Madrid, ne? Also ich spiele alle Real Madrid. Aber es ist einfach echt unangenehm. Aber Paris, habe ich das Gefühl, so, das spielt ihr selbst gerne. Jetzt. Ja, ja, spielt sie auch bei Rote de Bichon ein bisschen bei mit Paris. Etienne. Genau. So, Carsten, vielen Dank, dass du da warst. Die Regie sagt, wir sollen jetzt zum Ende kommen. Das war FIFA 16, die Demo. Das ist natürlich noch ein bisschen unter Beobachtung. Man kann anhand der Demo, glaube ich, jetzt einfach noch nicht so viel dazu sagen. Wirklich positiv, wir haben ja so ein bisschen kleckerweise Infos gegeben. Positiv ist mir das Fehlen der nervigen Animation aufgefallen, aber auch das wird sich dann erst später zeigen, wenn man es 1000 Mal gespielt hat, was einem da auf die Eier geht. Mal auf Pause. Wir werden natürlich FIFA 16 auch weitermachen, wenn es dann draußen ist im Programm, aber das war's für den Moment. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss! Tschüss.